Professor Lupin, das Ding sieht nicht sehr freundlich aus. Das ist ein Imp, Ron. Vorsicht, er könnte explodierende Zauberknallbonbons nach dir werfen. Deine Zauber sind nutzlos gegen ihn. Was? Die Zauberknallbonbons dürfen dich nicht berühren, wenn sie in der Luft sind. Du kannst sie aufsammeln, wenn sie zu Boden gefallen sind. Sei aber vorsichtig. Bist du nicht schnell genug, explodieren die Bonbons. Das gab's im ersten Teil gegen Draco Malfoy. Weiter, Ron. Versuche, ein Zauberknallbonbon aufzuheben und es schnell auf den Himmel zu werfen. Cool. Das sind aber auch nicht viele Sachen. Oh, hat er mich gewischt. Komm, schmeiß was. Bort. Ja, es gab's im ersten gegen Malfoy, ja. Oh, oh. Da haben wir den ersten schon mal. Na komm. Ich seh... Oh, ups. Ach, da oben sehe ich mein Leben, okay. Ich schnapp mal kurz einen Frosch. Zack und... Tschüss. Ausgezeichnet. Alles klar, Kürbispasteten. Die sind viel mehr wert als Bonus. Ah, okay. Nein. Das Geräusch ist nicht das, was ich denke, oder? Wichtel. Ich krieg dich. Dich auch. Sehr gut. Oh, immer noch mehr. Alles muss man alleine machen. Zack, Mäuch. Was? Der lebt noch? Nee. Ein Kesselkuchen. Die sind im Laden von Fred und George bestimmt viel mehr wert als Bohnen. Aber ich kann ja bestimmt für irgendwas auch verwenden, oder? Habe ich das nicht schon mal aufgemacht? Hätte ich zumindest gedacht. Schon wenn ich alle vier benutzt habe, geht das Ding unten auf, oder? Ah, siehst du mal? Und ein drittes Schild. Sehr cool. Ich versuche natürlich wieder alle Bohnen zu sammeln, um die alle zu haben. Und es gibt ja wahrscheinlich auch wieder irgendein besonderes Ereignis oder so, was man alle hat oder so. Und schon über 100 Bohnen. Da bin ich mir nicht sicher. Achtung. Ah, okay. Ich kann mich ja nicht so fallen lassen. Kann ich? Nee, bewegt sich automatisch. Ich dachte, ich könnte mich vielleicht ein bisschen hin und her schwenken. Okay. Frage ist, ob ich ewig so hängen bleiben kann oder ob das irgendwann weggeht. Das kann ich nicht sagen. Okay, ist die Frage, wie komme ich da hoch? Dadurch? Ja. Damit komme ich da hoch. Sehr cool. Und damit haben wir Nummer 4. Das habe ich ja aus dem Vorsprung gewesen, ne? Das am Anfang gezeigt wurde. Ging die Tür hier auf, glaube ich. Und speichern. Da kann ich nichts mitmachen. Ich muss hier irgendwie rüberspringen oder so, ne? Hält er sich fest? Ne, hält sich nicht fest. Die haben sich ja früher immer festgehalten. Das finde ich ein bisschen doof. Komme ich denn dann rüber? Da. Muss ich dann ziehen? Ups, so. Knapp. Ne, die halten sich nicht mehr fest. Ist ein bisschen doof. Das war früher besser. Okay. Erstmal ranziehen ist aber cool. Jetzt habe ich so zwei Verstecke. Oh, und eine Karte. Sehr schön. Und auch so ein, wieder so ein Kürbiskessel oder was das ist. Einen zweiten Vampir. Nämlich die Nummer. Immer noch. Achso, das ist die Nummer 5, da ist er. Graf Vlad Dracul, geboren 1390. Berüchtigter Vampir, der als Vorlage für Bram Stokers fiktiven Graf Dracula diente. Vater von Vlad dem Fähler. Okay. Der ist gestorben, aber der hier lebt scheinbar noch. Oder man weiß nicht, wann. Nee, ich glaube, der ist dann schon tot. Der lebt noch mal nicht. Entschuldigung. Da ist nix, da ist auch nix. Da oben ist nur eine Tür. Kann man die irgendwie öffnen? Sieht nicht danach aus, ne? Ne. Alohomora. Professor? Das ist eine Feuerkerbe, Ron. Kennen wir doch. Sei vorsichtig, sie kann Feuer aus ihrem, nun, ihrer Hinterseite schießen. Verwende Recto Sempra, um sie umzuwerfen.
Verwende es erneut, um sie, wenn nötig, in die Falle zu schubsen. Ja, kriegen wir schnell. Keine Sorge. Und tschüss. Bitte, lass das den Ausgang sein. Früher war das nur mit Flipendo. Das gibt's scheinbar gar nicht mehr. Die ist aber grün. Trotzdem eine Feuerkrabbe. Und tschüss. Das ist bestimmt irgendein Geheimtier wieder aufgegangen, oder? Nee, gar nicht. Kommen nur Frösche raus? Hm. Doof. Frösche brauche ich momentan keine. Okay. Ich muss da irgendwie rüberkommen auf das Ding. Blöden Wichtel. Erstmal das Ding hier rüberziehen. Wieder ein Frosch. Muss ich kurz warten, bis das wieder zurückgekommen ist. Dann kann ich mir das Schild schnappen. Und dann muss ich da gleich wieder rüber. Okay. Muss ich hochspringen, wenn ich bekomme? Ja. Und mein fünfter Schild. Das heißt, wir haben jetzt die Hälfte. Und drei Geheimnisse fehlen. Natürlich fragt man nicht schon wieder, welche verpasst hat, aber das weiß man eben nie, ne? Man kann nur ein bisschen aufpassen und gucken, dass man möglichst alle mitnimmt. Okay. Da oben ist auch noch was zum Festhalten. Ups, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte das da oben aktivieren. Ist die Frage, wie ich da hinkomme. Hm. So komme ich da nicht dran. Gibt's noch irgendwas, was ich mit dich da rankomme? Ich gehe jetzt mal rüber und gucke dann drüben, ob ich da irgendwas machen kann. Doch, jetzt hält er sich fest. So. Hm. Wie könnte ich da rüberkommen? Vielleicht so? Ah, das sieht ja gut aus. Das sieht schon besser aus. Ich gucke mal, was die beiden noch machen. Ob die jetzt nur Bohnen dabei haben oder ob die auch was öffnen? Ah, die öffnen nichts. Okay. Da geht's weiter. Ich will da aber eigentlich rüber. Nein! Ich wollte noch nicht durch. Bitte sei noch offen. Ich wollte erst das Schild haben. Ich gucke, ob ich mich umbringen kann. Nee, kann ich nicht. Ich will laden. Gucken, ob ich irgendwie so laden kann. Moment. Bis gleich. Ja, leider geht's das nicht. Das ist ein bisschen doof gemacht. Das finde ich jetzt echt kacke. Da ich ja nicht mehr zurück kann. Naja, schade. Fehlt uns leider ein Schild. Wahrscheinlich kriege ich dann am Ende alle. Außer dem einen. Hm. Ist ja wirklich doof, aber... Was will man machen? Hm. Ja. Ich gucke erstmal, was hier unten ist. Aha. Da haben wir es doch. Kriegen wir zumindest das Schild. Das ist nur die Frage, wo hinten an die Truhe kommen. Ups, so war es nicht geplant. Gucken, vielleicht fällt sie einfach runter. Jupp, tut's. Kann ich hier alle hier getrost aufheben. Das ist cool gemacht. Ich ärgere mich jetzt einfach, dass ich ja nicht mehr zurückkomme. Aber sowas von, das finde ich doof gemacht. Wenn ich mich hier ein bisschen künstlich aufrege, aber... Ich finde sowas doof. Naja. Daran ziehen. Hm. Oh. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gehört habt, ist gerade ein Krankenwagen vorbeigefahren.
Und ich wohne hier in der Fußgängerzone, deswegen muss ja das in der Nähe sein. Dem ist nichts zu tun. Ist ja wohl mal eine Kiste drin, oder? Nicht? Irgendeine Karte drin, meine ich. Oh doch, da war eine Karte und ein paar Kürbisse. Hm. Noch ein Vampir. Eine Vampirin, die Nummer 3. Sanguina, 1561 bis 1757, badete im Blut ihrer Opfer, um ihre jugendliche Schönheit zu bewahren. Sieht doch gut aus. Hat ein hübsches Kleid an. Muss man schon sagen. So. Noch ein Schild. Jetzt schon das 7. Schaffe ich das noch, bevor es weg ist? Ne. Schaffe ich nicht. Und hoch und dann sind wir hier im Raum fertig. Und speichern. Nur ein Frosch wieder. Aus denen scheint immer nur zwei Frosche rauszukommen. Kurz erstmal gucken, was hier alles drin ist. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Die Viecher sind auch noch da. Also die Gnolle von früher gefiel mir besser, ehrlich gesagt. Ich will jetzt erstmal die Vögel wegbekommen. Oh, 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 oh. Schnell mal einen nehmen, dass ich ein bisschen reduzieren kann. Oh, na gut, ich habe wenigstens dafür zwei andere wegbekommen. Ja, komm, schmeiß was. Danke. Und beide auf einmal. Sehr cool. Aber ich kann nochmal benutzen. Also habe ich wahrscheinlich eben mal vergessen. Moment, jetzt hat sich gerade gedreht. Okay. Ah, eine Bildkarte. Cool. Den kann ich aber nicht benutzen. Und den vierten Vampir. Die Nummer 4. Geboren 1923. Bekannt als Vampir aus der Tiefe. Sang mit klangvollem Bass für seine Opfer, bevor er sie in den Hals biss. Okay. Relativ jung. 1923. Okay. Einen Vampir gibt's noch. Dann habe ich die Vampire alle. Gucken wir mal, ob man was bekommt, wenn man aus einer Kategorie alles hat. Wofür ist das denn? Bestimmt was in dem Bild dahinter oder so. Nee. Ich frage mich gerade, wofür das ist. Cool. Ah. Ach, da sind wieder hochzukommen. Ah. Wie viele Geheimnisse fehlen? Eins noch, ne? Ja. Gucken, was rauskommt. 4 Kürbisse. Und hier ist noch ein Geheimgang. Mal gucken. Ah, ein Schild. Top. Fehlen nur noch. Eins fehlt noch. Das andere habe ich ja schon. Nein. Ich komme da nicht durch. Okay. Doch, tue ich. Okay, es geht doch. Mal gucken, ob hinten irgendwie nochmal was ist mit Lumos. Okay. Da ist nirgendwo was. Hm. Und daran ziehen. Spielen wir mal mit den Glocken, ne? Nochmal zu benutzen? Nee. Die beiden habe ich schon runtergeballert. Kann ich irgendwas mit den... Hm. Moment, wie viele fehlen? Es fehlen 2 Schilder, das heißt, irgendwo muss eigentlich noch eins sein. Außer ich habe schon eins übersehen. Das glaube ich eigentlich nicht. Da käme ich schon dran. Da fallen welche Sachen runter, ne? Hm. Es muss irgendwo noch einen geben. Ich habe da nicht 2 übersehen. Also einen habe ich nicht übersehen, das war ja ein Fehler, aber... Also weil ich aus dem weitergelaufen bin, habe ich noch einen übersehen.
Hier ist jedenfalls nichts. Doch, da oben ist noch was. Ich will mal gucken, ob ich da nicht irgendwie noch dran komme. Hm. Ich komme auch gar nicht mehr zurück, ne? Ich wüsste jetzt nicht, wie ich da dran kommen soll. Tut mir leid. Moment, 8. Leider hast du nicht alle Aufgabenschilde gefunden. Du brauchst alle 10, um den Bohnenbonusraum zu öffnen. Also komm einfach wieder, wenn du Lust hast, die Aufgabe noch einmal anzugehen. Das war einfach klasse. Wo sind wir? Durch diese Türen gelangen wir zu jeder Zauberspruchaufgabe, die wir gelöst haben. Versuch es noch einmal mit der Capere-Taktum-Aufgabe, wenn du möchtest, Ron. Oder wir laufen ein bisschen rum. Ganz wie du möchtest, Ron. Ein andermal. Muss ich jetzt nicht unbedingt direkt nochmal machen. Okay, da sind jetzt die verschiedenen Aufgaben. Möchtest du die Capere-Taktum-Aufgabe wiederholen? Nein, möchte ich nicht. Mach ich erst nochmal. Irgendwann mache ich ihn nochmal vielleicht. Ich will nur die Bohnen einsammeln, die überliegen. Wenn ich schon nicht den Belohnungsraum bekommen habe, dann wenigstens so ein paar Bohnen. Wie viele Bohnen kommen denn da raus? Jetzt sind es aber wohl alle, oder? Ja. Jetzt war's das. Okay.